Liebe Bottropperinnen und Bottropper, in Vielfalt geeint, so lautet seit dem Jahr 2000 das Motto der Europäischen Union. Die EU steht für Demokratie und Frieden. Sie sichert ihren Bürgerinnen und Bürgern grundsätzliche Rechte zu und gibt uns viele Freiheiten und Möglichkeiten, die Menschen in anderen Teilen der Welt nicht haben. Ich persönlich bin froh und glücklich, als Europäer ein Teil davon zu sein. Besonders die Meinungen junger Menschen zu Europa sind wichtig. Diese Meinungen wollen wir sichtbar machen. Und dazu rufe ich alle jungen Bottropperinnen und Bottropper auf, uns ihre Gedanken zu Europa per Video mitzuteilen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob ernst oder witzig, musikalisch oder sogar als Gedicht, lasst euren Ideen freien Lauf. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr im Text zu diesem Beitrag. Europa ist wichtig, heute mehr denn je. Das dürfen wir nicht vergessen, sondern müssen uns gemeinsam für Europa, seine Werte und seine Überzeugungen einsetzen. Dieser Einsatz kommt uns letztlich allen zugute. Daran glaube ich als überzeugter Europäer ganz fest. Für mich ist Europa eine Landschaft mit verschiedenen Völkern. Wir leben in unterschiedlichen Kulturen, haben verschiedene Religionen und doch sind wir eine Einheit. Wir sind Europäer. Europa steht für grundlegende Werte und Rechte, nicht zuletzt für Frieden, Freiheit und Demokratie. Wie wichtig diese Werte sind, hat uns die Ukraine-Krise drastisch vor Augen geführt. Insbesondere die gemeinsamen Beschlüsse als Reaktion auf die Aggression Russlands in der Ukraine zeigen aber auch, dass Europa in dieser Krisensituation stärker zusammensteht, als viele Menschen erwartet haben. Wir erleben ein Europa, das sich gefestigt hat und solidarisch zeigt. Darauf bin ich stolz. Europa ist für mich ein Haus, in dem viele Nationen zusammenleben und füreinander da sind. Europa verbindet eine Vielzahl von Ländern und Kulturen miteinander. Kultur wiederum verbindet Menschen. An einem Ort wie der Halde Haniel mit ihrem Amphitheater und den Totems des baskischen Malers und Bildhauers Augustin Ibarola kommt dies besonders gut zum Ausdruck, denn dieser Platz ist einzigartig und hat eine ganz eigene Atmosphäre. Als Europäerinnen und Europäer ist es unsere Aufgabe, uns immer wieder für ein gemeinsames Europa einzusetzen, auch über die Kultur hinaus. Der Einsatz für ein vielfältiges Europa, ein Europa für uns alle, liegt mir besonders am Herzen.